Willkommen zu dieser TagView Podcast Show, dem Osterspezial. Und ich habe mir wieder eine Desktop-Umgebung rausgesucht, die in einer neuen aktuellen Version erschienen ist. Und ihr könnt das sicherlich schon sehen anhand des Aussehens, um was es sich hier handelt, nämlich um GNOME 3.16, das vor kurzem erschienen ist. Und ja, was gibt es für großartige Neuerungen? Ihr seht auf dem Desktop nicht so viele großartige Neuerungen. Ich habe ein anderes Hintergrundbild gewählt. Aber das war es dann auch schon. Im Design hat sich aber doch einiges getan. Wenn wir in ein Menü reinklicken, dann sehen wir, dass die transparenten Menüs oder die Transparenz der Vergangenheit angehört. Zumindest fast. Also das transparente Menü ist verschwunden und wir haben jetzt hier so ein dunkelgraues Menü. Wir sehen auch die Animationseffekte auf Buttons und auf Menüs ist ein wenig anders. Auf Menüanträge, wie hier zum Beispiel, sieht ein wenig anders aus. Wenn ich hier zum Beispiel mal auf Funknetzwerke klicke, haben wir dann immer noch so einen Overlay-Effekt, der auch teilweise transparent ist. Aber es ist halt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Design, was wir ganz zu Anfang oder bei den Vorgängerversionen von GNOME hatten, sondern es ist jetzt eher ein grau-weißes Design geworden. Ja, das Gleiche zieht sich auch fort bei anderen Menüs, wie beispielsweise diesem Menü. Und hier sehen wir dann eine weitere Neuerung, nämlich was passiert, wenn wir den Kalender aufrufen, ist, dass wir eine neue Ansicht haben. Der Kalender sieht erstmal komplett anders designt aus, aber auch hier das Hintergrundbild ist ein anderes. Wir haben also auch wieder hier dieses dunkelgraue Design und wir haben eine Benachrichtigungsoption. Benachrichtigungen werden, und das ist die große Neuerung, nicht mehr unten in einer Leiste eingeblendet, wie wir das vorher hatten, die man hier durchs Drücken mit der Maus unten irgendwie bekommen hat oder durch das Drücken von Windows-Taste M. Wenn ich jetzt Windows-Taste M drücke, öffnet sich halt eben hier diese Leiste und hier werden dann alle Benachrichtigungen angezeigt. Ich kann ja mal euch zeigen, wie das aussieht, wenn ich eine neue Benachrichtigung triggere. Dazu einfach mal einen Datenträger einlegen, dann sieht das so aus. Die kommt von oben reingefahren und verschwindet dann auch nach einer Zeit lang wieder nach oben oder ich kann sie auch wegklicken. Das heißt, sie ist immer zentral im Blickfeld des Benutzers und auch die Funktionen, die wir sie vorher hatten, wenn ich ein Chatprogramm habe oder sowas, dass ich einfach draufklicken kann, das Chatprogramm öffnet sich nicht, sondern ich kann direkt in dieser Blase dann eine Antwort geben, also dieser Benachrichtigung eine Antwort geben. Das ist natürlich auch mit integriert. Das sollte jetzt gleich verschwinden, hoffe ich. Ansonsten kann ich hier auch das selber wegmachen und würde dann, wenn ich nicht wegmachen würde, hier dann auftauchen. Dann habe ich die Möglichkeit, dann weiter die Aktion auszuführen. Das also eine sehr nette Geschichte und eine der besten optischen Veränderungen, die auch die Usability, tagtägliche Usability deutlich verändert und auch verbessert. Ansonsten sehen wir im Hauptoverlay der Aktivitäten natürlich auch einige Änderungen. Die Farbanpassung hier auch wieder von dem transparenten oder schwarz weg zu diesem dunkelgrauen. Das gleiche gilt natürlich auch für die verschiedenen, Workspaces hier in dem Fall. Auch der Hintergrund für Suchbegriffe eingeben ist geändert worden. Suchbegriffe auch eine tolle Neuerung, wenn ich hier zum Beispiel nach einer Datei suche, wird mir auch der vollständige Pfad angezeigt. Das war, glaube ich, vorher nicht so. Und ja, was gibt es sonst für große Veränderungen in GNOME? Schauen wir uns mal den Dateimanager an. Da sehen wir nämlich die Veränderungen in den Icons. Da gibt es also kleine, subtile Änderungen, auch wieder an dem Design. Ich hoffe, der Dateimanager verlässt mich jetzt nicht und öffnet sich. Sonst wäre das hier der Vorführeffekt, der berühmt-berüchtigte, da ist der Dateimanager. Da sehen wir die Icons, die haben sich ein bisschen was geändert, die sind heller geworden, sind größer geworden standardmäßig, aber sie sind auch ein bisschen was schärfer geworden. Also man merkt an den Ecken und Kanten, wenn man ganz genau hinschaut, dass sich da was geändert hat bei den Icons. Ich finde die Icons so gar nicht mal so schlecht. Also sie sehen nicht mehr so altbacken aus, wie das vorher der Fall war. Auch, ich glaube, die Schatten sind ein bisschen was dunkler geworden, dadurch wirkt das alles ein bisschen was besser als vorher. Im Dateimanager, ehemals Nautilus, jetzt einfach nur Dateien oder Files genannt, gibt es auch einige Änderungen. Dieser Button ist neu hinzugekommen. Wenn wir darauf klicken, können wir in die Ansichtoptionen reinkommen. Wir sehen, wir sind gerade in der Icon-Ansicht. Wir können die Größe der Icons ändern. Wir können die Sortierung der Icons ändern. Auch in umgekehrter Reihenfolge. Wir können verborgene Icons oder Dateien in dem Fall anzeigen. Also das, was man handelsüblich per Steuerung H vorher erreicht hat, die Tastenkombination funktioniert natürlich immer noch. Und man kann natürlich auch manuell nochmal aktualisieren. Dann hat man auch einige andere Optionen, wenn man in die Listenansicht geht.
Da seht ihr, ändern sich die Optionen. Ich kann die sichtbaren Spalten einstellen, also welche Spalten sollen tatsächlich sichtbar sein. Zum Beispiel soll der Besitz und der Typ, Besitzer und Typ angezeigt werden oder der Meme-Typ oder die geänderte Zeit oder zugegriffen. Das kann ich alles ändern, wenn ich möchte. Ups, und ich habe dann, also das finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Da seht ihr, die Menüs ähneln sich doch schon sehr stark. Verborgene Dateien kann ich natürlich auch wieder anzeigen und aktualisieren. Das war es dann aber auch schon. Und die Größe natürlich auch ändern. So, die Standardansicht ist eben diese Icon-Ansicht. Die gefällt mir, obwohl die Icons ein bisschen zu groß sind. Also so finde ich es besser. Ist Geschmackssache vielleicht. Das Menü ist ja bekannt. Ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass jetzt auch dieses neue Overlay-Menü hier gewählt wird. Ansonsten haben wir hier eben die Möglichkeit, neuen Ordner, neuen Reiter zu erstellen, alles auszuwählen oder einen Ort anzugeben. Da kann man zum Beispiel direkt auf einen Samba-Share oder einen SFTP-Share draufgehen, wenn man denn möchte. Das sind die großen Änderungen im Dateimanager. Da hat sich sonst wenig getan. Ja, wenn wir uns weitere neue Programme oder Änderungen in Programmen anschauen möchten, dann können wir uns zum Beispiel die Verbesserungen anschauen, die es gab in bestehenden Programmen. Die Fotos-App wurde ein wenig erweitert, da gibt es also neue Overlays und so weiter. Ich habe nur leider keine Fotos, um das zeigen zu können. Ich könnte natürlich, ich könnte natürlich einen Screenshot machen mit der Druckentaste. Dieser müsste dann in der Fotos-App auftauchen, wenn ich mich nicht richtig irre, komplett. Nee. Man kann natürlich auch die Accounts immer noch benutzen, um Fotos einzurichten. Also keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Schauen wir mal hier, ob das Foto wirklich aufgenommen worden ist. Wurde aufgenommen. Das wird dann mit GIMP geöffnet. Öffnen mit. Bildbetrachter. Und dann sehen wir hier den Bildbetrachter. Und da gibt es halt immer noch die Möglichkeit, hier das mit einem anderen Programm weiterhin zu öffnen. Shotwell und GIMP sind hier noch drin, als Hintergrundbild festzulegen, die Eigenschaften des Bildes nochmal anzeigen zu können. Die sehen wir hier sowieso schon aufgelistet, das im Vollbild nochmal anzeigen zu können. Hier sehen wir jetzt die neuen Overlays. Wir können also links und rechts switchen direkt hier und müssen das nicht hier oben machen, obwohl das auch möglich ist. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier das Bild auch zu drehen, die Größe einzustellen und wie wir das alles kennen. Hier, das ist neu. Das Zoomen funktioniert jetzt so, ist auch wieder für Touch ausgerichtet. Hier haben wir das neue Overlay, um das Bild drehen zu können. Und wir sehen, ich kann das einfach so nehmen und ziehen, muss also nicht hier die Balken benutzen dafür. Das ist sehr schön. Und ich kann natürlich wieder zurückgehen. Das ist also die Bildschirmansicht und die Bildschirm, der Bildbetrachter im Grunde. Eine Sache, die ich euch noch zeigen kann, ist auch eine Neuerung. Da müssen wir mal irgendwo reingehen, vielleicht mal die Ansicht ändern. Genau. Hier seht ihr die neuen Overlay-Scrollbars, Scrollbars in GNOME oder vielleicht auch nicht. Hier in der Seite ganz dezent. Wenn ich mit der Maus drüber gehe, wird das dicker, sodass ich das dann auch anklicken kann und dann ziehen kann. Für all diejenigen, die darauf stehen und das benutzen möchten. Vielleicht kann man das noch deutlicher in den Einstellungen sehen. Genau hier, wenn ich also mit der Maus rübergehe, wird es dick. Ansonsten kann ich natürlich auch normal rumscrollen. Ihr seht, der Balken zeigt immer, bleibt immer noch als Indikator da. Der Scrollbalken ist aber nur sehr dezent und blendet sich auch nach der Zeit lang wieder aus. Das ist also nicht jedermanns Geschmackssache, aber ich finde das eine schöne Idee, weil man dadurch natürlich ein bisschen was Ordnung schafft und Platz spart. Ja, das ist also auch eine schöne Verbesserung. In den Einstellungen habe ich wenig Neues gefunden. Ich glaube, die Privatsphäreneinstellungen, dass man zum Beispiel Papierkorb und temporäre Dateien löschen kann nach einer bestimmten Zeit, war schon in der letzten Version mit enthalten. Das ist also nicht wirklich neu hinzugekommen. In der Suche ist, glaube ich, auch nicht viel Neues hinzugekommen. Das Einzige ist wirklich, dass man in der Suche dann jetzt auch den Dateipfad sieht, der Datei, nachdem man gesucht hat. Das ist, glaube ich, eine der größten Neuerungen hier auch in der Suche. Ja, was es an Änderungen noch gibt, sind neue Dateien, neue Programme, die man ausprobieren kann. Dazu zählt zum Beispiel das Programm Bücher. Ich habe jetzt leider kein Buch
was wir testen können, aber das würde dann hier normalerweise bei zuletzt gewendeten oder bei der Sammlung dann einfach angezeigt mit einem Thumbnail und man kann es anklicken und man kann es dann auch lesen. Man hat dann nicht nur die Möglichkeit, dann richtig in dem Buch zu lesen, sondern natürlich auch diese Seiten umblättern und sowas. Das ist auch hübsch hier mit integriert. Comicbücher lesen kann man auch. Wenn man das in der Nacht machen möchte, kann man hier den Nachtmodus anmachen, dann ist das weniger schädlich für die Augen. Das ist also hier eine gute, schöne App, die wohl eher für, ja, doch Touchscreen-Displays gedacht ist. Also wenn ihr GNOME auf einem Tablet benutzt, wäre das vielleicht sinnvoll. Dann gibt es noch eine neue App. Lasst mich mal ins Menü reingehen, dann können wir uns das Ganze besser anschauen. Dann gibt es nämlich noch eine neue App, die heißt Kalender. Wenn ich darauf klicke, seht ihr eben eine komplett neue Applikation, die losgelöst ist von Evolution. Also man braucht Evolution nicht mehr als Kalenderverwaltung, sondern hat einen eigenen Kalender, der auch, wie wir hier sehen, schon Einträge annimmt. Es gibt verschiedene Kalender, die ich eingeblendet habe hier. Der persönliche Kalender, das ist jetzt ein lokaler Kalender, den ich angelegt habe. Der Rest kommt von meiner OwnCloud. Und da habe ich zum Beispiel auch Feiertage. Wenn ich mal nach morgen gehe, seht ihr, werden mir auch Feiertage angezeigt. Ich kann das natürlich ausblenden und einblenden. Ich habe nicht nur die Möglichkeit, OwnCloud-Kalender anzuzeigen, sondern auch Google-Kalender und sowas alles dann zu synchronisieren. Das funktioniert auch. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, jetzt direkt in der Kalender-Applikation vCalc oder iCalc direkt irgendwie zu importieren. Das geht also nicht, sondern es geht alles über den Server und über die Online-Kontakte oder Online, nicht Online-Kontakt, Online-Konten, so heißt ja das Tool, was ihr in den Einstellungen findet. Dort unter Online-Konten habt ihr die Möglichkeit eben dann ein Konto einzurichten, womit ihr dann den Kalender betreiben könnt. Ja, ich kann einen neuen Eintrag erstellen, indem ich draufklicke, kann dann einfach sagen, für den 8. April plane ich das und das, habe ein paar weitere Details, die ich hier einstellen kann. Ich kann zum Beispiel auch die Location einstellen, tippe ich mal Köln rein. Ich könnte auch mich orten lassen, ich habe jetzt nur die Ortungsdienste ausgeschaltet. Das würde dann auch gehen, das ist also auch möglich. Notizen kann ich hinzufügen, wenn ich möchte, um einen neuen Event zu erstellen. Ein Event kann ich natürlich auch anklicken, wie zum Beispiel hier, dann wird mir der Event ausführlich nochmal angezeigt. Ich kann den ändern, wenn ich möchte. Das ist also auch eines der Möglichkeiten. Es gibt dann noch eine Jahresansicht, die zeigt mir dann das ganze Jahr 2015 zum Beispiel und mit den Events für den aktuellen Tag rechts angeordnet. Suche funktioniert auch. Wenn ich zum Beispiel Karfreitag suche, seht ihr, habe ich jetzt hier von 2014 bis 2017 alles. Sehr schön ist, dass er mir das aktuelle Jahr oben anzeigt, ein abgelaufenes Jahr unten und die kommenden Jahre dann hier. Das ist jetzt also hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Karfreitag zu suchen oder Ostern zu suchen. In dem Fall wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, das ist also die Kalender-Applikation, ist als Vorschau-App erst drin. Das heißt, es kommen noch viele Funktionen noch hinzu in den nächsten Versionen. Das also die Kalender-Applikation. Gehen wir mal und schauen weiter. Die Karten-Applikation sehe ich gerade hier, die hat auch einige Neuerungen. Beispielsweise, wenn ich hier nach dem Tower of London suche, wenn ich dann wird da reingezoomt und ich kriege dann Informationen. Die Informationen werden von Foursquare gesammelt und angezeigt. Ich habe dann die Möglichkeit, auf Wikipedia zu klicken, dann kriege ich den Wikipedia-Link oder eine Route zu planen oder das Ganze mit einer anderen Applikation zu öffnen, eine Wetter-Applikation beispielsweise. Da wird mir eben das Wetter gerade angezeigt. Können Sie ja mal versuchen, schauen, ob sich was in der Wetter-Applikation geändert hat. Sehen wir beim Tower of London jetzt in dem Fall, in Großbritannien, sieht das Wetter so aus, dass es 11 Grad ist, leicht bewölkt, also kein Regen, aber das kommt noch. Wie wir hier sehen, in den nächsten Tagen. Also das ist eine sehr gute Funktion, gerade wenn man eine Reise planen möchte oder sowas, ist, glaube ich, die Karten-App zusammen eben mit der Möglichkeit, um zu sehen, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen, doch schon gar nicht mal so schlecht. Also das ist wirklich richtig gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das integriert sich auch wunderbar und wunderschön und jetzt erkennt man den Sinn dieser Anwendung, die vorher eben nur als Vorschauversion integriert waren und jetzt wirklich Bestandteil sind von GNOME. Kontakte ist, hat sich, glaube ich, wenig getan, was das angeht. Bei Musik habe ich jetzt auch keine Neuerungen gefunden. Polari ist neu aus meiner Sicht. Habe ich vorher jedenfalls noch nicht gesehen. Ist ein IRC-Client, ganz einfacher. Ihr seht,
Ich kann hier neu einen Raum betreten, warte, neue Verbindung, so, erstellen, einen Server eingeben, Spitznamen, Realnamen und kann mich dann verbinden. Sieht mir auch aus nach einer Version, die noch ein bisschen was erweitert und verbessert werden müsste. Es gibt zum Beispiel keine Einstellungen. Also das müsste man noch, glaube ich, verbessern. Ist also so eine Vorschau-App, glaube ich, die wir dann in den nächsten Versionen vielleicht in verbesserter Form sehen werden. Das sind so die allergrößten und gröbsten Neuerungen, die ich so gefunden habe in dem GNOME 3.16. Es gibt noch zwei, drei Sachen hier und da, die sich verbessert haben. Es gibt eine neue Zeichen-App, die hier drin ist, die also Zeichentabelle darstellt, wo ich dann Zeichen kopieren kann. Diese Just-Dinger sind natürlich aus OpenSUSE, weil jetzt ein OpenSUSE Factory läuft mit eben GNOME 3.16. Und ja, das sind im Grunde genommen die großen Änderungen von GNOME 3.16. Eine Sache möchte ich noch zeigen, weil die ein bisschen unverständlich ist für mich, wo jetzt alles in die obere Bar gewandert ist, wundere ich mich, dass mir die Tray Icons immer noch nicht hier oben angezeigt werden. Man hätte es so machen können wie hier, einfach ein Menü, wo man draufklickt und dann werden die Tray Icons runtergefahren und ich könnte dann die verschiedenen Tray-Symbole steuern. Ist nicht möglich. Was man gemacht hat, ist hier unten rechts, das ist die dämlichste Lösung, finde ich. Seht ihr so einen kleinen grauen Bereich? Wenn ich mit der Maus reingehe, kann ich eben jetzt mein Tray Icon rausfahren und kann jetzt diese Screencast-Aufnahme dann auch stoppen, wenn ich möchte. Das ist also das, was man hier machen kann, was sich geändert hat im Vergleich zu GNOME 3.14 und den anderen Vorgängern. Das ist wirklich sehr, sehr versteckt und da kommt nicht jeder Nutzer direkt drauf. Und ich habe auch verzweifelt gesucht die ersten paar Minuten. Insgesamt ist GNOME 3.16 eines der besten GNOME-Versionen. Das neue Design ist erfrischend. Schön ist, dass die Benachrichtigungen endlich vernünftig abgehandelt werden und man nicht suchen muss wie ein Verrückter. Ein bisschen seltsam finde ich, dass die Kalender-Applikation noch nicht ganz mit dem Kalender hier gesynkt ist. Hier werden beispielsweise Termine, die werden angezeigt, wenn ich draufklicke. Aber ihr seht, es gibt keinen Indikator, dass dein Termin am 26. war. In dem Fall, oder wenn ich in April gehe, Feiertage oder sowas, sehe ich jetzt auch nicht direkt auf einen Blick, sondern da müsste also, da fehlen so ein paar Pünktchen oder Einfärbungen, oder ich müsste halt wirklich immer draufklicken und hoffen, dass ich da was finde. Das ist noch verbesserungswürdig, sagen wir mal, aber insgesamt ist GNOME 3.16 wirklich eine solide, runde Sache. Und zwei Daumen nach oben von mir dafür. Auch der Flash-Player-Bug ist mittlerweile behoben. Also da gibt es jetzt keine großen Probleme mehr. Das haben sie hinbekommen. Insgesamt also eine sehr solide Version. GNOME 3.16 kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Für alle diejenigen, die immer mal wieder überlegen, vielleicht was Neues auszuprobieren oder immer noch bei GNOME 2 oder Mate drin stecken und jetzt mal vielleicht auf eine neue GNOME 3-Version testen wollen, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das, womit es immer noch Probleme gibt, ist die Anpassbarkeit. Also wer da viel anpassen möchte und das mit den Tray-Icons beispielsweise, da muss man sich über Extensions behelfen. Wie bei den Vorgängerversionen hat man hier auch das Problem, dass einige Extensions noch aktualisiert werden müssen, um mit der neuen GNOME-Version zu funktionieren. Aber ansonsten geht das auch. Und wir kennen es vom Browser, da installieren wir auch Extensions, um den Browser vernünftig zu machen. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, in Firefox, da habe ich auch ein paar Extensions. Habt ihr vielleicht nicht gesehen, ist egal. Wenn ich in Firefox öffne, seht ihr, dass ich da auch ein paar Extensions installiert habe, um den so ein bisschen anzupassen an die GNOME-Oberfläche, also mit ohne Titelleiste und solchen Geschichten. Und ja, das ist also das, was man dann auch bei GNOME machen muss, wenn man GNOME ein bisschen was anpassen möchte, dann muss man wirklich in die Extensions-Kiste greifen. Das ist so der einzige große Kritikpunkt. Ansonsten, ja, hier und da, die Applikationen wirken so ein bisschen teilweise ein bisschen was zu einfach, wobei jetzt das nicht unbedingt schlecht sein muss, aber gerade bei den neuen Applikationen, die sind jetzt auch nur als Vorschaufunktion mit drin. Und bei den alten, die vorher als Vorschaufunktion mit drin waren, sieht man dann doch, dass sie sich so langsam machen, dass da neue Funktionalität reinkommt mit Schritt für Schritt. Und diese Einfachheit hat natürlich auch irgendwie schon was. Trotzdem ist es so, dass für alle diejenigen, die wirklich was mehr machen möchten, die müssen halt dann zusätzliche Anwendungen installieren. Das gleiche gilt halt eben auch für den Webbrowser Web, wo sich, glaube ich, jetzt nicht so viel getan hat bei der neuen Version. Aber insgesamt ist das halt, ich kann hier mal öffnen, ein sehr abgeschwächter Browser. Nicht nur von der Oberfläche her, sondern vom Design her. Und hat zwar nette Funktionen, wie hier als Internetanwendung speichern und sowas, aber wenn es darum geht, beispielsweise
Gibt es Webseiten, die den als veraltet anerkennen oder ansehen, und man sollte sich einen Chrome oder einen Firefox besorgen und dann die Möglichkeit zu haben, einfach den User Agent zu switchen, um diese Meldung nicht zu sehen. Sowas fehlt so ein bisschen. Ein Adblocker habe ich jetzt hier nicht gefunden. Einstellungsmöglichkeiten sind ein wenig beschränkt, würde ich finden. Standardmäßig ist zumindest DuckDuckGo eingestellt, was ich gut finde. Also da ist noch Luft nach oben. Und das wird nicht jedem gefallen, gerade der vielleicht doch mehr Konfiguration gewohnt ist, aus dem KDE-Lager gerade kommt oder sowas. Ansonsten GNOME auf jeden Fall eine gute Version, diese neue Version 3.16. Und Links zu GNOME werdet ihr natürlich auch im Artikel finden, unter diesem TechView Podcast Osterspezial. Und wir hören natürlich zur passenden Uhrzeit auf. Die Geek Time. Und ich sag nur, habt eine schöne Zeit. Das war's für diese TechView Podcast Oster-Spezialausgabe. Habt noch ein schönes Ostern und ja, bis zur nächsten Folge.